Mantelo ancora bien. No, no, no. Para. Ey, Lele, busco yo el baile, no pongo un gol en baile. Ey, busco. No, 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 no. Я тащу этот колотушек. Ich komme mit tausend Ukrainern, ist politisch an der Grenze. Aber sehen wir paar Russen, ja, dann saufen wir und rennen vor der Polizei gemeinsam. Ruf zum Kommissar Nusuka, denn egal woher du kommst, hier in Berlin bist du mein Bruder. Ich bin übertrieben sauer und beleidige den Gegner, denn egal auf welcher Sprache, ja, ein Fotzen versteht jeder. Kau bei Penny wieder schnappst und nimm das Risiko in Kauf. Und mein Team ist fast zu groß, da reicht ja nie den Bus nicht aus. Und ich laufe wieder nachts, ich bin besoffen und schrei rum. Und mein Nachbar, der macht Auge wegen Lärmbelästigung. Ja, die Anzeige wird teuer, dicker, und ich raste aus. Deshalb kotze ich den Wasser der Drache direkt vors Haus. Trag mein Trainingsanzug an Zucati, dass ich zeig, ich bin ein Mann. Deshalb sitze ich bei nicht auf zwei Plätzen in der Bahn. Ruf mich an, wenn du was brauchst, und ist weg vom Laster. Und bei Jungleute verzweifelt bin ich mein Charakter. Mein Handy klingelt, unbekannt. Laufe durch mein Viertel mit ner Flasche in der Hand. Mein Handy klingelt, ich lehne ab. Wieder zu besoffen, ich verliere mein Verstand. Mein Handy klingelt, unbekannt. Laufe durch mein Viertel mit ner Flasche in der Hand. Mein Handy klingelt, ich lehne ab. Wieder zu besoffen, ich verliere mein Verstand. Und ich war doch heute schon joggen, aber rennen muss ich trotzdem, denn die Polizei, sie folgt mir durch den Park. Ich könnte kotzen, doch sie kommen nicht hinterher, denn sie sind fett. Und kommt der Pass, dann willst du gleich gegangen. Und deine Freundin, eine Schlampe, wird geblockt, denn sie hat statt ein Loch in ihrer Socke lieber Penis in ihrem Loch. Ich esse ein Döner für 6 Euro, trink 2 Flaschen dann am Stück. Und die Ärzte denken, ich hab Tollwut oder bin verrückt. Es ist mitten in der Woche, er will saufen, bin dabei. Und meine Storys auf Instagram dürfen nicht jugendfrei sein. Ich kenne die Preise aller Wodka-Marken, fühl mich deshalb schlauer. Guck am Wochenende Bundesliga und bin danach sauer. Hab ein Dauerpegel, Kater in meinem Kopf, es ist nicht leicht. Und ich rede nicht über Geld, doch nach einem Jahr dabei, ich reich mich zu erkennen. So, jetzt, genau jetzt? Eigentlich wollte ich ja noch mit meiner Familie reden, ne? Nee. 2 gegen 1. Wenn ihr euch für das erste entscheidet, dann leg dich mal schlafen. Okay. Tschüss. Hier direkt. Er kriegt einen Platten da, als weiß ich was. Ah, shit.